Vielen Dank, liebe Friedensfreunde. Im Namen des Ansbacher Friedensbündnisses und der Bürgerinitiative Etzlanz heiße ich Sie herzlich willkommen zum diesjährigen Ostermarsch 2016. Mein Name ist Norbert Müller, ich bin stellvertretender Vorsitzender der Bürgerinitiative Etzlanz. Und wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Es ist nämlich unser 10. Ostermarsch, den wir mit organisieren. Und ich freue mich, dass Sie durch Ihr heutiges Dabeisein ein aktives Zeichen für den Frieden setzen. Mein Dank gilt als allererstes Hans-Jörg Mayer, der sich wie in jedem Jahr, also er hat bei uns viele Funktionen in der Bürgerinitiative, er ist Vorsitzender, er ist Galionsfigur, er ist überall aktiv, aber ganz wichtige Funktion, er ist auch fürs Wetter zuständig. Und nach dem gestrigen Wetter, Hans-Jörg, super tolle Arbeit. Bedanken möchte ich mich auch bei der Samba-Gruppe Paduqueros. Die haben ja gerade jetzt kurz die Einleitung gespielt, dass sie uns auch wieder dieses Jahr bei unserem Friedensmarsch im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar betonen werden. Aber natürlich gilt auch mein Dank allen Helfern, die diesen Ostermarsch ermöglichen mit ihrem Engagement. Bitte nicht böse sein, dass ich nicht alle nennen kann. Ein Dank auch an Pfarrer Hans Löhr für eine ganz super tolle Rede, ganz klare Worte, gerade eben in Katterbach. Besser kann man es nicht ausdrücken. Ich möchte mich vorab bei der Presse bedanken, die uns hilft, unsere Botschaft auch den Ansbachern zu verbreiten, die sich noch nicht dazu überwinden konnten, sich an diesem Friedensmarsch zu beteiligen. Das Motto dieses Ostermarschs ist: Abzug jetzt, wir wollen uns nicht weiter mitschuldig machen. Wo und wie machen wir Ansbacher uns denn mitschuldig? Mehr als 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir immer noch in Katterbach und Illesheim den größten US-Army-Kampfhubschrauberplatz außerhalb der USA. Wenn ich mich heute speziell dieses Nachbarn widme, dann liegt es daran, dass man immer zuerst vor seiner eigenen Haustür kehren sollte. Missstände aufzeigen und Einfluss nehmen kann man am besten immer vor Ort. Mir ist dabei durchaus bewusst, dass in Sachen Kriegstreiberei auch noch andere Staaten und Größen mitmischen. Dazu gehört sicherlich auch Russland. Allerdings muss man anerkennen, dass sich Russland nach der deutschen Wiedervereinigung nicht nur aus Ostdeutschland, sondern auch aus Osteuropa komplett zurückgezogen hat und betrachtet nun mit Argwohn, wie sich die US-Armee entgegen ihren damaligen Zusagen dort Land für Land mit neuen Stützpunkten ausbreitet. Und wenn sich zwei Supermächte nicht riechen können, dann ist es für den Weltfrieden am besten, wenn zwischen diesen beiden möglichst viel Abstand ist. Abzug jetzt! Wir wollen uns nicht weiter mitschuldig machen. In Katterbach und Ansbach übt die US-Armee auf deutschem Boden unter dem Deckmantel der Landesverteidigung den Kriegseinsatz ihrer Kampfhubschrauber. Dabei werden unsere Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit, zum Beispiel mit dem Recht auf Nachtruhe nach 22 Uhr, außer Kraft gesetzt. Landesverteidigung. War es Landesverteidigung, als von hier aus Truppen in den Irak kamen und das, obwohl Gerhard Schröder und Joschka Fischer sich ganz klar gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ausgesprochen haben? Bei der Rückkehr gab es in Karabach eine Feier, bei der stolz die Zahl von 500 getöteten Irakern durch die hiesige Hubschrauberkampfeinheit genannt wurde. Inzwischen erfährt man solche Zahlen nicht mehr. Hat dieser Krieg den Irakern die Demokratie und Frieden gebracht? Ich glaube, das Chaos, das dort herrscht, sagt ein klares Nein. War es Landesverteidigung, als deutsche Soldaten im 5000 Kilometer entfernten Afghanistan Seite an Seite mit der US-Armee kämpften? Unsere Politik hat dies damals zugelassen und versuchte wortreich, das als Landesverteidigung darzustellen. Ich erinnere hier an die Worte des damaligen Verteidigungsministers Peter Struck, SPD. Unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. So eine Kriegspropaganda ist nicht einmal Goebbels eingefallen. Ist es Landesverteidigung, wenn die US-Armee von deutschem Boden aus Tötungsattacken mit Drohnen gegen vermeintliche Radikale in aller Welt ohne jeden rechtsstaatlichen Prozess durchführt? Ein kleiner Hinweis von mir: Wir versuchen dieses Jahr im Herbst
Brandon Bryant, es ist ein Drohnenpilot, der ausgestiegen ist, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, versuchen wir im Herbst als Redner zu gewinnen. Bitte immer mal auf der Seite der Bürgerinitiative nachschauen im Internet, wenn der Termin dann feststeht, wollen wir es da sicherlich reinstellen. Diese Aufzählung ließe sich noch lange fortführen. Unsere verantwortlichen lokalen Politiker sagen, Ansbach kann keine Weltpolitik machen. Das Ganze wird aber doch in Karabach und Ildesheim direkt vor unserer Haustür trainiert, geplant und dann irgendwo in der Welt ausgeführt. Mehr Weltpolitik geht doch gar nicht. Und dann wundern wir uns, wenn die Angehörigen der Getöteten auf Rache sinnen oder sich in der Anarchie und Chaos zurückgelassenen Staaten wie Irak, Syrien und Libyen der Islamische Staat ausbreitet. Für mich ist dies keine Landesverteidigung, sondern Landesgefährdung. Unsere Sicherheit wird für die Interessen der USA aufs Spiel gesetzt. Und das Hauptinteresse der USA ist eindeutig. Das sagen sie auch selber, da machen sie keinen Hehl draus. Das ist America first. Liebe Frau Oberbürgermeisterin Seidel, lieber Ansbacher Stadtrat, lieber Bundestagsabgeordneter Josef Göbbel, wenn Sie sich zukünftig auch nicht länger mitschuldig machen wollen, dann bitte ich Sie, sich ab sofort an die Spitze unserer Bewegung zu setzen. Das Beispiel Iran, dass man auch zeigt, dass man auch nicht militärisch erfolgreich sein kann. Es dauert sich sicherlich länger, aber nur friedliche Maßnahmen schaffen Frieden auf Dauer. Militärische Maßnahmen, auch wenn sie noch so gute Absichten wie den Sturz eines Diktators haben, lösen immer mehr Leid aus, als zuvor da war. Wenn ich denke, wie viel Wut ich wegen dem Lärm habe, wenn die US-Kampfhubschrauber mit ihren Platzrunden in Obereichenbach ihre Angriffskriegseinsätze trainieren, kann ich mir vorstellen, wie sich der Hass bei Menschen aufstaut, deren Angehörige durch diese Kriegsmaschinerie getötet wurden und werden. Liebe Friedensfreunde, von den US-Army-Hörigen werden wir gerne in die Ecke antiamerikanisch gestellt. Doch ist es antiamerikanisch, gegen den Lärmterror, der hier über den Hubschrauber zu sein? Ist es antiamerikanisch, gegen die Zerstörung und Vergiftung unserer Umwelt durch die US-Army zu sein? Ich erinnere hier auch an den Ullass und an die momentane Belastung mit den Giften. Ist es antiamerikanisch, gegen diese Angriffskriege zu sein? Ist es antiamerikanisch, sich hieran nicht mehr länger mitschuldig machen zu wollen? Wenn das alles antiamerikanisch ist, dann ist Frieden schaffen auch antiamerikanisch. Ich wünsche mir, dass unsere Regierung hier mehr Rückgrat entwickelt und sich nicht länger mitschuldig macht. Und darf jetzt ganz herzlich Herrn Harald Weinberg, Bundestagsabgeordneten, ans Mikrofon bitten.